Guten Morgen. Der Rhythmus schafft mich irgendwie. Katastrophe. Manche habe ich nicht durchgehalten die letzten Jahre. Also, auf zur Schule, frühstücken, dann löten. Ah, ich muss das löten hier. Das muss ich ja auch noch machen. Laden. Ja. Echt bei dir? Oh, oh Mann, ey. Gott. Nur Corona, Corona, Corona. Hilfe. Ja? Die Sonne kommt hoch. Das sieht voll schön aus. Ja. Keiner hat mehr Angst vor anderen Krankheiten. Außer genau. Und dann kommt von hinten ist der Kansas City Shuffle. Corona ist nur die Ablenkung. Ja, Luke hat eine Übernachtungsparty wieder mal. Luke hat immer irgendwelche Übernachtungspartys. Immer in einem Jahr eine. Das stimmt überhaupt gar nicht. Ja, das stimmt. Du hast doch auch schon ganz oft bei Lisa übernachtet. Das stimmt eigentlich nicht. Okay, das nur einmal bei Enkel übernachtet. Ja, das hast du gemacht. Na, immerhin. Immerhin hat das mal geklappt. Und das hat Elke hat gesagt, dass das ganz toll ja, war. Ja, genau. Das hat sehr schön funktioniert mit euch beiden. Ja, wo du auch so schön spielst. Bei der Familie Vogel, das ist der gleiche Nenner. Richtig dicken, fetten Nudeln. Scheiß auf Kalorien. So, Alice möchte an ihrem Geburtstag essen gehen. Sie wünscht sich, zu ihrem Geburtstag essen zu gehen. Dass wir endlich mal wieder essen gehen. Haben wir gerade Revue passieren lassen, was wir die letzten Jahre so gemacht haben. Gegessen. Immer nur gegessen. Wir waren halt viel essen. Aber das ist auch Luxus. Du hast zu Hause nicht den Abwasch, du musst nicht kochen und so. Aber ich fand das auch schön in der Zeit noch, als wir noch keine Kinder hatten, wir abends da einfach gesessen haben und gequatscht haben. Genau. Das war noch die Zeit. Das war, wir haben lange gesessen. Und danach bin ich ja trainieren gegangen, wisst ihr? Nach Mona Lisa. Ja. 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 Bin 0 Uhr los? Ich habe geschlafen, ich habe jetzt Arbeit, musst du freuen. Brötchen haben wir. Das grenzt ja an Öffentlichkeitsarbeit. Oh Mann, ey, beim Bäcker kommst du nicht mehr raus. Nein, Wolfgang noch nicht, der kommt noch. Ja, extra für dich habe ich einen Toskaner mir erkämpft. Nein, die hatten ganz viele, aber das war schon. Ihre Haare sind die nicht so süß. Im Gesamten ist sie ganz süß. Ich weiche die Ecke ab. Das ist ein Riesenlolli. Toskana-Lolli. Ja, ist auch noch eine Ecke. Ja. So, nach Sichtung des gestrigen Blocks laden wir den jetzt hoch. Jo. Angekommen bin ich. Aufschließen. Schalter an. Next day. Jetzt erstmal Sachen raus. Ein Beulen der Reifen. Viele denken ja, die haben eine 8 im Reifen oder im Radlaufrad. Haben sie auch. Die meisten haben tatsächlich. Da ist eine kleine 8 drin oder irgendwas. Aber man merkt es so beim Fahren. Und keiner achtet auf den Reifen. Der Reifen kann durchaus auch mal ganz schnell reißen. Und dann reicht er, wenn er so ein bisschen angeritzt ist, dann fängt er schon an zu beulen an der Stelle und dann hast du am Arsch dieses Gefühl. Zeige euch gleich. Kleine Rätselstunde oder eine Frage ans Publikum. Und zwar werde ich die Antwort dann im nächsten Vlog nochmal erklären.
Also hier haben wir ein Fahrrad gestern Nacht noch reinbekommen. Es kam kurz vor 9 Uhr. Das Hinterrad war blockiert. Ich habe es dann geschafft, dass man wieder treten kann und alles. Er sagt, ja, aber jedes Mal, wenn er tritt, blockiert es wieder. Woran liegt das? Die Narbe blockiert. Wie gesagt, dreht sich nicht weiter. Jetzt dreht sich alles wunderbar, alles super, alles toll, alles schick. Woran liegt das? Was hat der gute Mann nicht gesehen? Warum fährt er die ganze Zeit so weiter? Was ist da passiert? Die Antwort dann morgen. Oder eben, ihr schreibt es mal in die Kommentare. Jetzt zu dem beulenden Reifen. Da ist der Bolide. Ganz schön schwer, der Draht. So, zeige euch. Also. Das ist echt der Beginn. Da ist natürlich eine kleine 8 ist drin. Ja, links, rechts, dieser Schlag. Aber das ist es nicht. Es ist der Reifen. Und zwar, die Stelle habe ich schon rausgefunden. Und zwar, wenn man es langsam über den Boden schleifen lässt, gibt es immer eine Stelle, die dann so, na, jetzt sehe ich es ja natürlich nicht mehr, weil ich über hier schön hier rüber gerollt bin. Gibt es immer eine Stelle, die ein bisschen ausfranst und ein bisschen beult. Hier ist sie. Hier sieht man es auch von der Seite. Da. Und an der Stelle, wenn das hier reißt, wird er ein bisschen dicker. Minimal nur. Jetzt ist jetzt wirklich erst auch eher der Anfang bei dem Ding. Und dann fängt er an zu bobbeln. So pop, 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 hat man das Gefühl am Hintern, dass er so. Ne? Ja, das ist es. Das muss getauscht werden. Also wenn man das nicht haben will, muss man es tauschen. Das mache ich jetzt. Ja, aber das ist ja gut. Sie kommt jetzt. Das ist noch nicht zu spät. Normalerweise ist das Tier im Laden immer andersrum. Die Leute kommen, wenn es viel zu spät ist. So wie gestern der Kollege mit dem Tretlager. Das war viel, viel, viel zu spät. Und sie kommt jetzt früher. Sie hat was bemerkt. Sie kommt gleich, wird gleich gemacht, erledigt, fertig, aus. Ja, das mache ich jetzt. Also Hinterrad raus, 5er Inbus. Ah, das ist ein totaler Kindertransporter hier. Jetzt sieht man also, der hat hier einen Klappsitz hinten drauf. Wie die Halterung für einen Trailer. Bremse aushängen. So, dann schauen wir nochmal diese günstige Felgenband an und beurteilen so, dass wir noch eins drüber legen, weil das er hier noch aufgeklebt und da ist es hier schon, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, da im Netz, das seht ihr auf YouTube, da ist so ein bisschen schon durchgeschliffen, kommt schon die Öse durch, da auch. Und wenn man dann jetzt richtig aufpumpt, dann rutscht es halt rein und dann gibt es glatte Reifen. Ja, bitte? Folgendes, ich bin gerade hier auf der Wand gesessen, am Kanal. Ja. Hinter gleich hinter der Hochrechtbrücke hier auf den ersten Bänken. Ja. Da steht eine angeschlossene, ein älteres Fahrrad, was noch intakt ist. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr das gebrauchen. Ja, wir können den Schritt nehmen von der Straße. Dürfen wir nicht. Ach so. Nee, das muss jemand anders. Weil es unangeschlossen da herrenlos raus und ich finde es ja toll, dass wir so alte Fahrer aufarbeiten. Aber dürfen wir nicht, richtig? Okay.
gleichzeitig, aber danke, ja? Ja, ciao. Ja, das ist ja nett gemeint. Da kam gerade jetzt eine Frau vorbei, ich weiß nicht, ob ihr die gehört habt. Die meinte, hinten an der Straße, hinter der Brücke, steht Fahrrad unangeschlossen, sieht noch intakt aus, zum Mitnehmen. Aber dürfen wir nicht. Dürfen wir nicht und Maiko nicht, weil das sieht immer komisch aus. Wenn du als Fahrradhändler dann losgehst, nimmst du dir ein Fahrrad mit von der Straße, was da rumsteht, und so, außer was eine Auftrag zu räumen, das ist was anderes. Wenn einer offiziellen Auftrag macht und so, dann ist das in Ordnung. Aber wenn er einfach so vorbei ist und das mitnimmst und dann dir einen Laden stellst und dann kommt doch einer an und sagt, ah Mensch, mein Fahrrad wurde mir geklaut und so. Nee. Das geht nicht. Und Räder haben wir ja genug, ne? Wisst ihr ja, hier, der Laden ist voll. Aber das ist wirklich so. In Berlin steht so viel Brauchbares noch auf der Straße. Es wird so viel weggeschmissen. Nicht nur in Berlin. In anderen Städten ist es ja noch schlimmer. Gestern hatte ich einen Typen hier gehabt, der hat hier ein Rad gekauft. So eins von diesen Schrotträdern draußen. Also mehr oder weniger Schrotträdern. Die sind einfach aufgebauten. Und der meinte, ihm ist seins kaputt gegangen. Und das wird wahrscheinlich das sein. Das hat er einfach jetzt da stehen lassen auf der Straße. Das ist halt doof. Eigentlich ist es doof, das einfach so stehen zu lassen auf der Straße. Das ist halt doof aus dem Grund, weil es natürlich die Leute dazu animiert auch. Weil die wissen ja nicht, es ist ja nicht rechtlich einwandfrei. Klar, es steht auf der Straße, unangeschlossen. Das heißt ja nicht, hier nehme ich mit. Das kann ja auch sein, es hat jemand vergessen anzuschließen. Also auch die Leute befinden sich ja da, die das dann mitnehmen. In so einer Zwickmühle. Nehmen sie es mit. Man weiß es nicht genau. Hat es jemand rausgestellt, nur zum Verschenken, wenn ein Zettel dran ist, ist was anderes. Ja, klar, aber die einfach so da stehen, unangeschlossen, könnte ja auch jemand vergessen haben. Keine Ahnung, wie sich das rechtlich verhält, aber meines Erachtens, wenn dann jemand kommt und meint, das ist meins, das habt ihr mir geklaut, dann ist es zwar wahrscheinlich kein Diebstahl, aber eine Unterschlagung oder sowas, weil ich weiß nicht, wie das heißt. Das wissen andere besser. Würde ich so nicht tun. Ich würde immer versuchen, zu irgendeinem Verwerter zu gehen, sozusagen damit. Oder halt fahrt's auf den Spot, tatsächlich. Aber in Berlin gibt es genügend soziale Einrichtungen, die sowas auch brauchen zum Schlachten. Feldmantel ist drauf. Das alte Feldmantel ist drunter, es geht gar nicht mehr ab. Der ist so richtig wie auch vulkanisiert. Er ist furchtbar, dieses aufgeklebte. Zack, haben wir. Ein ziemlich breiter Schlauch ist hier drin für so einen schmalen Reifen, der da drauf war. Wir haben hier ganz normal so einen Billigschlauch genommen, No-Name. Also das Rad ist ja relativ neu. Fahrradmanufaktur VSF T500 oder so. Ist ja auch ein Ding, dass sie schon eine 8 drin hat. Laufrad, das ist eigentlich eine stabile Felge. Ich quatsch schon wieder zu viel, wa? Anfang des Jahres quatsch ich immer noch viel. Am Ende des Jahres vergeht mir das denn. Also jetzt müsst ihr durch, jetzt quatsch ich wieder viel mit euch. Ein bisschen nachzentriert habe ich auch. Ja. Und jetzt läuft sie wieder schön. Hoffe ich. Wenn ich jetzt aufgepoppt habe und der Reifen nicht irgendwo quer liegt oder so, dann ist das eben, genau. Dann läuft es wieder gut. So, baue ich jetzt ein. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich euch gerade das Video von gestern angucken, alle. Und dann so denken, ah, quatscht ihr denn für Scheiße, Corona, bla bla. Keine Ahnung, und mitreden oder was weiß ich, keine Ahnung, ob so eine Leute, klar, gibt's auch. Ich habe auch keine Ahnung. Aber ich muss es ja irgendwie meiner Tochter erklären, warum auf einmal alle Panik schieben. Warum in der Kita auf einmal ein Desinfektionsständer für Hände hängt. Ja, der da sowieso hinhören würde, auf jede Toilette normalerweise, bei der Kita, bin ich der Meinung, für die Erzieher sozusagen und so. Und die hört da sowieso dahin. Ja? Und ein bisschen mehr Ordnung und Sauberkeit wäre überall mal nicht so verkehrt. Ne? Gerade bei so öffentlichen Einrichtungen, wo so was ich sehe, Tausende oder Hunderte von Menschen sich die Klinke in die Hand geben, heißt ja so schön, und damit eben auch so eine Sachen übertragen. Das wäre ja toll. Und
warum in der Schule auf einmal Leute nach Hause geschickt oder Kinder nach Hause geschickt werden, warum auf einmal Zettel überall sind, hier, dies, das, jenes, warum in den Medien so viel berichtet wird, die wir ja nicht haben, die kommt ja bei uns tatsächlich nicht an, ist eigentlich ganz gut. Nehmen wir ein bisschen ruhiger, aber von der Straße aus, du hast nur Corona, 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 Corona. Das ist ein bisschen schade. Marlies war gestern einkaufen, hat nicht mehr bekommen. Und wir wollten nur einkaufen. Wir kaufen ein für 2-3 Tage. Mehr ist halt nicht drin, weil erstens kostet es richtig Geld bei uns immer. Das ist eine große Familie. Wir essen viel. Und zweitens ist sie ja immer nur mit dem Wagen unterwegs. Ne? Also mit so einem, Handwagen. Ja, ich sage Handwagen. Mensch, sag schon. Kinderwagen. Und da passt auch nicht so viel rein. Die ganzen Getränke, was die alle weg, so von hier. Das ist ja unglaublich. Man trinkt Tee oder so, das ist in Ordnung, kommt aus dem Hahn. Aber es ist nichts mehr da. Alles, was sich länger hält, ist weg. Keine Milch. Ja, so eine Sache, meinte sie. Es ist natürlich anstrengend. Es ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Da muss man das dem Kind irgendwie erklären, den Kindern irgendwie erklären und keine Ahnung und versuchen auch so ein bisschen zu nicht noch mehr Panik zu machen. Corona-Baby. Lass mal jetzt T-Shirts machen. Corona-Baby. Irgendwie so. Ich bin gespannt. Gut. Habe ich schon festgeschraubt? Ja, wa? Quietsche nicht. Okay. Ich pumpe auf und das war's. Gemacht. Ich stecke nochmal die Bremse ein. So, Achtung, schauen wir mal. Nicht perfekt, aber besser. Also nach dem Winter, bei allen Rädern nach dem Winter, Züge checken, auf alle Fälle fetten, wenn nicht sogar tauschen. Höhlen tauschen. Nicht nur die Innenzüge, auch die Höhlen. Wenn es wirklich so ein bisschen rau läuft, ein bisschen schwer. Wenn man es selber machen kann, Bremskörper abschrauben. Komm mal mit. Wenn man es selber machen kann, dann die Bremskörper hier auch abschrauben. Hier unten drunter mal fetten. Die Federvorspannung hier lösen. Sauber machen mit einer Zahnbürste ein bisschen. Bisschen fetten. Wieder drauf. Beide Seiten. Bremsbelag tauschen, Felgenring säubern. Ganz wichtig, weil alles, was hier drauf ist an Dreck, sage ich immer wieder, jedes Jahr, auch nächstes Jahr werde ich es wieder sagen, alles, was hier drauf ist an Dreck und von dem Bremskörper rangedrückt wird an die Felge, wirkt wie Schleifpapier. Und Schleifpapier auf Aluminium oder eine Feile auf Aluminium, kennen wir, das geht schnell. Und so eine Felge ist teuer. Ne, weil also die Felge selber ist nicht so teuer, aber die Arbeit, da einzuspeichern und so weiter. Und hier hängt ja auch noch ein Laufrad mit dran, das muss ja alle zusammengekauft werden. Jo, ja, wisst ihr Bescheid. Da vorne auch. Zieht bis, hier ist der Druck, da ist der Druckpunkt. Das geht nicht. Kinder, ich stelle die Bremse ein bisschen nach vorne.
Das ist ja quasi suizidal. Klar, es bremst dann irgendwie gut denn am Ende, aber. Nee, ich will das nicht viel sagen. Okay, Bremse ist nachgestellt. Vorne hat es auch eine 8 drin. Kann ich nicht so lassen. Das ist jetzt gar nicht Aufgabe, ja, aber ich habe jetzt gerade kein anderes Rad hier. Und das ist für mich ja wirklich nur eine Kleinigkeit. Fertig. Schleift nicht mehr. Eine Speiche nachgezogen. Kostet doch kein Geld. Das ist eine Stammkunde, eine Nachbarin. Jetzt ist es soweit. Jetzt mache ich das Graffiti weg drauf. Bin stolz auf mich. Eine Dose und Krampf in den Pfoten. Ich bin es halt nicht gewohnt. Ergebnis? Ein gutes, hoffe ich. Hoffe ich doch. Oh, Marlies quält sich oben mit einem Adobe Player, irgendwie Adobe Flash Player, keine Ahnung. Unser Computer funktioniert nicht mit dem Ding oder das Ding funktioniert nicht auf unserem Computer. Und wir sind ja völlige Computerlegastheniker. Wir wissen ja nicht, wie das funktioniert, dass man das irgendwie, dass es zum Laufen, dass man es zum Laufen bringt. Ich jetzt mal hochgucken, wie weit es ist. Und ich probiere das mal hier unten mit dem Computer. Ach, hier, Kollege ist er. Kollege. Doch kein Kunde. Ach, er, ach so, Achim war da. Achim, ja, ja. Hast du das Schloss hier vergessen? Ja, wunderbar. Einmal frei reden. Die Frage, hier reparierst du auch Räder? Ja, ja. Nee, nur Autos. Nur Autos. Ja, das ist doch mal schwierig da oben. Ja, ja, richtig. Das Schild kann man aber schwer lesen. Fahrrad, Handlung und Reparaturwerkstatt. Herr Wolfgang. Hallo. Herr Tommy. Wohin? Wo hast du mein Kettchen nie gepackt? Was für ein Kettchen? Achso, die da hängt immer noch da, wo das dann hingehängt das. Echt? Wo hab ich's denn? Am Montageständer vorne. Ach echt? Ja. Naja. Also habe ich dein Fahrrad an die Kette gelegt. Und es ist noch da gewesen. Ja, das ist ja auch Sache. Und warst du fleißig heute? Das sieht ja anders an. Ja, was
Was schläfst du denn unter fleißig? Wenn Schule fleißig ist, naja, geht so. Naja, du, nicht die Schule, was fleißig ist. Ich weiß ja, ich meine. Hast du fleißig gelernt? So, was du fragen. Ja, fleißig gelernt hat, meine ich. So, ja. Ja, ich habe gelernt, was ich nicht kann. Was kannst du nicht? Hä? Was kannst du nicht? Gleichungen. Gleichungen? Ja. Mathematik? Ja, Rechnen ist nicht das Problem. Ich habe halt nur mit Gleichungen stehen, halt auf Kriegsfuß. Die wollte den Rauschen wegkriegen. Nee, die wollte nicht das Rauschen wegkriegen. Das Rauschen, das hat sie nicht mal gestört, nehme ich an. Das habe ich jetzt einfach weggemacht und gleichzeitig mal die... Oder die Kamera da. Nee, auch nicht. Die Gänge haben nicht mehr geschaltet. Ach so. Die Schaltung war völlig verstellt. Und die Lage scheint in Ordnung zu sein. Ich werde auch mal eine Probefahrt kurz. Einmal die Straße oben runter, bin dann wieder da. Und hoffe, es funktioniert denn. Ja, Volker? Ja. So, Kundschaft, Tommy. Was? Kommt gerade richtig. Ja. Moin. Willst du rein? Naja, die Sportveranstaltung, so ein Auto, die Autogenerative, die Automesse haben abgesagt. Und hier, Automesse? Ja. War ja hier. Und dann hier, was war da noch? Diese irgendwas. ITB haben nur abgesagt. Okay. Alle wegen Corona. Ja. Das ist Thema, Mann. Die ganze Zeit Thema, überall. Ja, das war ja im Fernsehen, Fernsehspezial, das war, die waren ganze Leute verrückt. Ja. Also irgendwo aus China erinnere ich mich, die bis von China, Australien bis nach Italien liegt, dann haben sie das ganze Hotel raus, naja, was soll denn überhaupt? Jetzt haben sie hier letztens da, in Open Island, da haben sie einen geschnappt, da. Aber das ist negativ, ja. Naja, ist doch wahr. Ja, mein Arzt, da laufen alle mit Masken rum, mit diesen Atemschutzdinger da. Ja. Auf der Straße siehst du auch schon welche. Ich habe Ich hab ja auch hier, aber ich hab den schon immer. Ja, ist doch klar, wenn du kalt bist, dann los. Dann bitte. Ja, wenn du kalt bist. Naja, das ist doch ist klar, auf der Straße noch früher. Ich mach mir da ehrlich gesagt keinen Kopf, ich weiß auch nicht warum. Was? Wegen Corona? Nee, ich mach mir da keinen Kopf. Ach. Das ist kannst du jetzt eh nicht ändern. Na nee. Das ist ja, der eine hat eine lange die Erkältung und der eine hat die nicht so lange. Ja. Ich hab noch nie, ich muss sagen, ich hab noch nie eine Erkältung gehabt. Das tut das nicht. Ich kenne das noch nicht. Und dieses Jahr hat das irgendwie so richtig erwischt. Ah, also doch. Naja, ich muss dies sein. Ich kann mir noch nie eine richtige Erkennung gehabt, das ist egal. Aber dies hat ihn mir so richtig erwischt. Mitte Februar. Ja. Ist schon etwas besser, aber im Hals ist da ein bisschen rau innen drin. Ja. Da trinke ich immer noch ein bisschen heißen Tee oder mal so heiße Zitrone. Siehst du, vielleicht hast du ja Corona gehabt. Ach, das ist voll. Das ist voll, ja. Danke dir. So, jetzt aufhören zu streiten hier, Jungs. Nein. Oh, komm. So. Vielleicht macht es in Ordnung. Bis zum Tag, wenn man es nächste Woche abkriegen. Ja, gut. Wie dann mach ich morgen. Ich glaube, es ist Dienstag. Was ist der Vierte?
Bis zum Montag. Es ist Freitag abgeben. Ja, genau. Es gab kaum Windeln, Feuchttücher gar nichts. Ich habe eine Packung hier noch irgendwo gefunden. Was machen die alle? Bürgerkrieg oder was? Aber wie lange? Und wie viele Packungen kaufen die da? 10 Stück oder was? Müssen wir mal fahren. Müssen wir mal früh morgens irgendwo hinfahren. Ja, weil morgens werden die ja bestimmt nachfüllen. Aufpacken. Müssen wir nochmal nachfüllen? Morgen früh, gleich bei Penny ran. Ja, ich habe jetzt andere Packungen mitgenommen, aber es sind nicht die, die ich normalerweise benutze. Ja, mal gucken. Ich mal rein. Alles klar. Bis später. Ja, schön. Ja, also 50 hoch soll das sein. Muss auch nicht unbedingt da sein. Dafür was machen denn? Was wolltest du denn? Ja, ich habe So, meine Lieben, es wird schon wieder dunkel hier. Ich mache gleich bald wieder Feierabend. Jetzt ist aber noch ein Auftrag hingekommen. Den bereite ich mal vor. Also heute wirklich nichts. Ich habe mich so gelangweilt heute. Das ist ja unglaublich. Will ich mal zeigen. Hier ist offensichtlich ein Auto reingefahren. In das Hinterrad. Bob, 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 Bob. Tja, das will ich jetzt ausbauen und dann mal schauen, ob wir da was neu eingebaut bekommen. So, gucken wir nochmal. So, jetzt wisst ihr, warum man es nicht reparieren kann. Jetzt sieht man es ja ganz deutlich. Das kriegt auch der Tommy nicht mehr gerade. Ich mach Feierabend. Ich mach Feierabend! Boah, könnt ihr mal ein bisschen beim Einpacken zugucken, wie immer. Und, also ein Lenker hier ran und gut. Joa, weißt du was? Super schönes Haus. Ja. Muss nicht ganz so breit mehr sein unbedingt. Also das wäre jetzt nicht so. Ach, ja. Also ganz gerade. Okay, guck. Sowieso ein geiles Foto. Bitte?